Wir sind mal wieder unterwegs. Wir fahren Richtung Nationalpark Eifel mit dem langfristigen Ziel Luxemburg. Hier wollen wir die Burg Vianden besuchen und das Château Clairvaux. Landstraße Richtung Kronenburg. Wir sind 35 Kilometer vor Clairvaux. Fahren durch die Hocheifel in der Nähe von Brünn. Die Regenhose ist angezogen. Noch etwa 40 Kilometer bis zum Burg Vianden. Zwischendurch kommt die Sonne raus. Vianden. Parc Naturel de Lure. Lure ist der größte Fluss. Wird aufgestaut zum größten Trinkwasserreservoir in Luxemburg. Burg Vianden, den Aufweg zur Burg gut verpasst. Jetzt müssen wir ins Dorf zurück. Näher kommen wir. So, Frage wo lang? Hier sind wir gekommen. Der Burg Vianden. Der Rundgang hat uns wieder nach draußen geführt. Fünfhundert Leute sollten hier Platz haben. Der Raum des Küchenmeisters. Und hier ist sie, die Brunnenanlage. Ja, irre, ne? Das ist der Brunnen, ja. Wir sind wieder draußen.
Wir verlassen Vianden, sind jetzt unterwegs Richtung eines Stausees. Weite Blicke über das Land. Wir nähern uns dem Staudamm. Schöne lange Serpentinen. Wir fahren an der Ure entlang. Wir fahren über die Staumauer. Wir verabschieden uns von der Staumauer. Ein letzter Blick. Und es geht weiter Richtung Schloss Clairvaux, Château de Clairvaux, zu einer berühmten Fotoausstellung. Wir sind im Parc Naturel des Lourds. Lourdes ist der Fluss O-U-R. Wunderschöne Landschaft mit hohen Bergen. Angekommen in Clairvaux. Wir sind in Clairvaux angekommen. Château de Clairvaux. Fünf Museen gleichzeitig. Thank you.
Wir verlassen Clairvaux, nachdem wir die Ausstellung Family of Man auf der Burg besichtigt haben. Wir sind in der Eifel wieder, im Hohen Venn. Es regnet, wir sind auf dem Heimweg. Wir haben noch 137 Kilometer. Die Regenhose ist an. Getankt für 1,60 Euro. In Luxemburg ist wirklich billiger. Die letzten Meter in der Vulkaneifel. Der Himmel voller Regenwolken. Und nochmal ein wunderschöner Blick über die Hohe Eifel oder das Hohe Venn von der Eifel Naturpark. Ein letzter Halt. So, es geht auf die letzten Meter. So, es geht nach Hause. Wir sind 5 Stunden gefahren. Wir haben 4 Stunden 44 gehalten. 370 Kilometer und wieder gesund zu Hause. Ein schöner Tag, den man nur zum Nachfahren empfehlen kann.